Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit Termin Erik 46 und der D. Heute zusammen mit dem Marc Super 7. Wir sind heute ADAC nach einer langen Zeit wieder. What it really means to live like golden. Yeah, we're golden, baby, girl, we're golden. They're about to see it shine. Vor kurzer Zeit ist ein Auto broke gegangen. Ja, meine Leute, das WLAN ist scheiße, denn es uploadet gerade ein Video. Ja, ein Vehicle ist broke vor einer Zeit. Wir können jetzt nochmal hinfahren. Also es ist jetzt schon ein kleines Stückchen her. Wir fahren jetzt einfach nochmal hin. Schauen einfach mal schnell, ob da noch ein Auto dasteht. Dann sehen wir weiter, ob dort, Achso, der Marc kann übrigens zum kaputten Traffic Light fahren. Da gab es nämlich noch eine Meldung. Und wir holen in Hoffnung das kaputte Auto jetzt ab. Wir fahren einfach mal durch den Park. Ich hoffe, das stört jetzt niemanden. Naja, war klar. Wie ich es mir gedacht habe, das Auto ist entweder weggerollt oder es ist gelieft. Aber es ist ja an der Ecke kaputt gegangen. Also schätze ich mal, dass das Fahrzeug gelieft ist. Aber schauen wir doch mal da. Da haben wir doch ein schönes Fahrzeug, was hier mitten auf den Schienen festhängt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wir hängen gleich selber auf den Schienen fest. Ich grüße einmal Fan. Ach so, will der gegrüßt werden, oder was? Ja, da fährt mir mit. Ah, okay. Yeah. Bei mir fährt niemand mit. Ich versuche gerade. Och Mann, jetzt ist er gelieft. Och Mann, oh. Auch ich wollte ihm sein Auto abschleppen. Warum ging das denn jetzt nicht? Naja, wenn er. Ach so, jetzt. Oh mein Gott. Ja, der schreibt alle Erik und Marc abonnieren. Hilfe, mein Wagen. Gut, dann fahren wir doch gleich mal dahin. Hilfe, mein Wagen heißt, ich komm. So, dann einmal hier wieder durchquetschen. Genau, Hilfe, mein Wagen heißt, Hilfe, Auto kaputt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich schätze mal näher Krankenhaus. Deswegen tucke ich da jetzt mal auch mal vorbei. Wenn er sagt, Hilfe, mein Wagen, dann schätze ich mal, sein Auto ist kaputt. Und deswegen ballern wir mal ganz schnell vorbei, holen sein Auto. Ja, nee, da ist sein Auto. Also Hilfe! Der eben gestorben ist. So. Leute. Ladefläche runter. Geht die Ladefläche Leute. Runter? Ja. Und Fahrzeug abschleppen. Hallo. Ja, drauf da, ich rede nicht viel. So, renn in die Bude. Drauf da, Auto auf dem Bockel. Unser erstes Auto heute. Und mein Auto will nicht fahren. Diese blöde ADAC-Auto. Okay, gut. Let's go. Wieder zurück zum ADAC. Kannst du mich grüßen? Ja, ich grüße dich. Weiß zwar nicht, wie du heißt, aber let's go. Fühl dich gegrüßt. Wir fahren jetzt zum ADAC zurück, denn wir haben nämlich jetzt hier unser Auto hinten drauf. Das heißt, wir müssen das in dieses Zone bringen. Weiß ja jeder schon, wie es geht. Heiße, wird mit A gesagt. Okay, keine Ahnung. Dancer? Achso, Dancer? Heißt das so? Ist es richtig so? Wenn nicht, korrigiere mich in den Kommentaren. Dann weiß es. Und in der vorletzten Folge habe ich gesagt, dass ihr entscheiden könnt, welches Format als nächstes es geben soll. Aber ja, es ist jetzt erstmal ein paar Folgen später gekommen, weil wir hatten halt noch ein bisschen was anderes im Sinn gehabt, was wir jetzt dann noch machen wollten. Also erst wusste ich es nicht, dann haben wir es doch gemacht. Komm bitte, steig in dein Auto ein. Du musst einsteigen und runterfahren, bitte. Einsteigen und runterfahren. Dankeschön. So, okay. Wie viele ADAC haben wir? Wir haben 4 ADAC. Jung. Und die Gurken hier alle auf der Map rum. Okay. Wir haben unseren Job erledigt. Perfekt. Wir haben unseren Job erledigt. Wir haben momentan jetzt keinen Einsatz mehr. Das heißt, wir stellen uns erstmal in die Halle und wir switchen bis zum nächsten Einsatz, meine lieben Freunde. Traffic Light. Alarmstufe gelb. So, meine lieben Freunde, La Machina, alles gut. Dann fahr du mal zum Traffic Light. Ich fahr zu diesem Typen, der... Okay, alles klar. Irgendwer hat einen Notruf. Achso, ich glaube, es heißt Maschine. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie Spanisch oder so. Ja, irgendwie, das heißt irgendwie Maschine kaputt. Ja. VW Passat ist tot. Das würde ich jetzt mal sagen. Alarm kann auf jeden Fall machen. Aber ich schlepp dich ab. So, einmal drauf, bitte. Hallo? Ah. Dankeschön. Auto ist drauf. Leute ist drin. Und dann fahren wir direkt das Auto vom ADAC zum ADAC. Oh, run out of fuel. Da kannst du gerne hinfahren, wenn du magst. Ich komme gleich auch nochmal hin, wenn ich den Dude hier abgeladen habe, falls du nicht schon da bist. Ja.
So, perfekt. Dann laden wir einmal das Auto ab. Zack. So, bitte einmal runterfahren. Hallo? Runterfahren? Bro, fahr runter. Muss ich jetzt ernsthaft noch seine Karre hier runterschieben? Das ist echt nicht der Ernst. Komm, bitte fahr dein Auto runter. Digi. Tomate! Ey, hast du das Run Out of Fuel schon repariert? Gefuelt? Oder noch nicht? Noch nicht, gut, dann komme ich auch mal hin. Ich bin da! Okay, ich mache mich auf den Weg. Wo ist denn das? Ach du, shit, das ist ja beim Juve. Das ist ja 500 Kilometer weit weg. Ja, nee, dann mach du das mal ruhig. Dann überspringen wir einfach bis zum nächsten Einsatz. Also bis gleich, meine lieben Freunde. Dump, where's to die? Nee, bist du vom Zug gestorben? So many dump, where's to die? Das hört sich doch an, als wärst du mit dem Zug gestorben. Soll ich kommen? Schmariniek. Hallo? Soll ich kommen? Wo bist du gestorben? Wenn du das denkst, dann weißt du, dass du tot bist. Wo bist du? Ich will dein Auto abschleppen. Der ADAC schleppt den ADAC wieder mal ab. Wo bist du, Marc? Way to die. An welcher Schranke? So many dump. Alles. Hab dein Auto gefunden. Hallo, Auto. Ah, du bist der Turan. Hups. Hätte ich beinahe den falschen ADAC abgeschleppt. Some ways to die. So many wanna wait to die. Perfekt, jetzt wird's grün. Jetzt können wir auch schön mit unserem ADAC-Wagen hier mal vorbeifahren. Hallo, Marc. Du bist ja gar nicht tot. Achso, der Dings ist tot. Okay. Dann schleppe ich dein Auto ab. Auto abschleppen. Weil ich das mag. Abschleppen. Komm, bitte. Oh, warum nicht? Ich habe gute Idee. Ah! Hilfe! Oh, schade, den konnte ich nicht. Ich muss mich Gleis stellen. Ach so. Ich muss Auto Gleis machen. Oh. Ah! Okay, so überlebe ich. Oh mein Gott! Darf ich jetzt dein Auto abschleppen? Bitte. Nein. Warum nicht? Du bist doch jetzt tot. Ich will dein Auto abschleppen. Ich hol dich auch, aber bitte. Ja! Ich warte hier. Ich fahre nicht weg. So, wir machen hier Warnblinker an. Dann warten wir mal 1,5 Jahre, bis der Dings da ist. Und dann fahren wir auch gleich weiter. Also, wir wollen es vor allem für euch. Ja, gut. Für euch, Freunde. Für euch, Freunde, ist ein Zeitraffer drin. Also, bis gleich. Oh nein, die Schranke ist in mein Auto rein. Oh, mein Auto steckt fest. Die Schranke ist einfach in mein Auto rein. Oh, cool, man kann ja auf der Schranke stehen. Nice, Alter. Marc, es wäre sinnvoll, bitte runter zu... Oh, was, du hast überlebt? Als ob. Toll, dann kannst du ja in deinen Touran wieder einsteigen. Oh. Hilfe, Marc. Unfall. Das war die Schranke. Warte, ich mach Screenshot. Das war die Schranke. Ich auch. Alter. Weiter. Ah. Autobumm. Autobumm. Screenshot. Ich komme hier nicht mehr raus. Mein Auto. Mein Auto wird nun ja. Feststeckt. Ach du Scheiße, was geht hier ab? Junge. Ja, Leute, der Zug muss wieder kommen. A few moments later. Ja, perfekt. Lass den Turan runter. Ja, okay. Ladefläche runter. Oh. Ich schieb damit nur mein Auto weg. Fahrzeug entfernen. Marc, bitte nicht wieder vor den Zug. Dankeschön. Hä, was macht ihr mit der Leiter da? Ach so, ihr wollt auf den Zug. Marc, fahr mal den Touran bitte runter. Ja, mein Auto ist wieder frei. Geil, Alter. Auto abschleppen. Bitte. Nur bis zum ADAC. Dann hast du gerade das Reparatur.
Kenner Tau? Achso, oh, weil ich hochgemacht habe. Warte. So, Abstellanfrage. Oh. Dankeschön. Ja! Abfahrt! Flip, flap, flippidubidab. Flip, 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 dab. Oh mein Gott! Flip, flap, dubidubidab. Flip-flop, du bist ein kleiner Flip-flop. So, steig bitte ins Auto ein. Ich will noch was machen, nicht nur hier 10 Jahre irgendwas machen. Flip-flop, I'm Bot. Nein, Spaß. Ach Mann, Notarzt, fahr deine Schüssel mal weg. Dankeschön. Flip-flop, I'm a Flop. Junge, ich kann mein Auto nicht fahren. Herr, was ist mit dieser dummen Karre los? Und dann reparieren wir mal kurz dein Auto. Mein Auto ist kaputt. Perfekt, Lean Gamer hat sein Auto geschrottet, da müssen wir als nächstes hin. ADAC, ich schleppe den ADAC ab, weil der ADAC nicht das Auto fahren kann. Das ist der ADAC. Flip, flop, einmal flop. Bist du immer noch im Auto oder bist du schon wieder ausgestiegen? Bitte sag, du bist noch im Auto. Unterfahren. Dankeschön. Ich mach die Ladefläche hoch. Ich muss weiter. Fahr runter. Mit deiner Schüssel. Dankeschön. So, Lean Gamer. Nächstes Problem. Auf geht's. Auto steckt. Danke, du hast mich befreit. Teil. Auf geht's zu Lean Gamer. Wo ist Lean Gamer? Ich kann Lean Gamer das Auto nicht sehen, er ist gelieft, hä? Ah doch, er ist hier. Nee. Raycrossbrook, fahr mal hin. Das ist im Juve. Oh nee. Ja, das ist ganz weit weg. Da ist ein Auto kaputt. Okay, Lean Gamer, bin schon da. Ich habe gerade erst nicht gecheckt, wo, aber hier. Okay. Railroad Crossing Railroad Crossing broke. Hier macht einer Faxen. Oh, er hat platte Reifen. Wow, er hat alle vier Reifen. Ja, fahr doch mal zu dem Raycross, statt hier zu blockieren. Dankeschön. Oh, ich kann mein Auto wieder nicht fahren. Mein Auto hat es heute auf jeden Fall mega drauf. Ich weiß auch nicht, was mit diesem Auto kaputt ist. Dieses Auto ist kaputt wie ein Bratenfisch. Macht zwar keinen Sinn, aber ist mir egal. Perfekt. Was für Bratenfisch? Was für Bratenfisch? Du Bratenfisch. Ich weiß, es macht keinen Sinn. Du Bratenfisch. Und meine Klasse denkt, ich wäre ein Depp. Vielen Dank für deine Komplimente. Viele Autos kaputt. Ja, das stimmt. Ja, die gehen mal rechts. Es sind heute echt viele Autos kaputt. Jibadubadu. Jibadubadu. Ja, ja, dann stellen wir uns erstmal... Hast du mal das Raycross in der Zeit repariert? Okay. Hallo, hast du das Raycross repariert? Nö. Okay, da fahr ich bei hin. Dir. Blindfisch. Was? Ah. Ja, warte. Dann hole ich für das Raycross eben mal kurz den A6er Wand. Den haben wir nämlich schon. So, auf geht's. Ah. Hallo. Lass mich durch. Ah ja. Ich will mitfahren. Ach so, okay. Ich komm zurück. Ah. Flip-flop, I'm a flop. Dankeschön. Let's go. Auf geht's. Abfahrt. Happy birthday to you. Was ist hier los? Erika hat heute Geburtstag. Ne? Stimmt Leute, überhaupt nicht. Stimmt wirklich nicht. Ey Leute, schreibt alle Happy Birthday in die Kommentare. Ey Leute, wenn ihr das macht, ich lösche jeden Kommentar. Ich habe wirklich nicht Geburtstag. Nicht. Ich habe im Februar Geburtstag. Auch jetzt hier noch das Auto von Gaming Brot. Ernsthaft jetzt? Gaming Brot. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ich habe keinen Geburtstag. Okay, der Audi hat Geburtstag. Okay? Herzlichen Glückwunsch zum 126. Geburtstag. Genau, ich bin alt wie ein Opa, genau. Perfekt. Ja, perfekt. Dann reparieren wir einfach mal ganz schnell hier das Raycross. In ungefähr einer halben Sekunde sind wir auch damit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist hier los? So, meine lieben Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir spielen Ludo Hamburg. Und bis dahin, ciao. Und meine lieben Freunde, falls ihr mich unterstützen wollt, geht das natürlich ganz einfach. Und zwar, ihr könnt bei meinem normalen Profil erstmal hier runterscrollen auf klassische Kleidung, dann auf Shirts. Dort gibt es eine Auswahl an Shirts von mir, die ich selber gemacht habe. Manche davon sind jetzt hier nicht verfügbar, die bleiben nicht verfügbar. Aber es gibt halt die ganz normalen und ein paar neue. Könnt ihr euch mal gönnen. Und meine lieben Freunde, wenn ihr bei meiner Gruppe auf Shop geht, könnt ihr dort auch ein paar Kleidungsstücke kaufen. Dort sind auch ein paar drin. Weitere Kleidungsstücke werden nicht mehr auf meinem Profil kommen, sondern in der Roblox-Gruppe.